Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear und wir haben einen Endgang erreicht. Das heißt, wir hatten ja gesehen in der letzten Folge, wir mussten... einmal in die falsche Richtung zurücklaufen. Okay, wir haben den Ausgang gefunden, eventuell. Oh. Ruhelose Andenken. Unsere Weinflaschen. Schon lange kein Bild mehr von einer Ratte gefunden oder so. Alter! Was? Der Raum steht auf dem Kopf. Kranke Erinnerungen. Ist ja geil. Der Hammer. Da schaltet man einfach das Licht ein, schon ist alles wieder auf dem normalen Weg. Nochmal rückgängig machen können wir es nicht. Ein Handfeger. Ich höre immer irgendwie so ein Knistern. Das könnte natürlich auch irgendwas von unserer Prothese sein. Beim Umdrehen oder so. Ist es gerade draußen Tag? Nein, das ist der Hof, wo das Fenster in der ersten Folge zugeklappt ist. Ah! Flapping Hall. Flatternde Strecken. Seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? Brauche ich eigentlich gar nicht aufmachen. Ich sehe doch, dass da nichts drin ist, oder? Erst immer unten. Dann immer oben. Bier. Wein. Alter, es wird immer heftiger. Nein. Wenn das so verschwommen ist, passiert irgendwas, oder? Lasst es uns herausfinden. Und. Schluck. Hallo? Oh, bitte. Ach, das ist der Vor... Das ist der Vor... Hang? Oh nein. Oh, ich... Soll ich da rausgucken? Die Katzen kloppen sich, die Verrückten. Jetzt ausgerechnet. Bitte lass mich einfach hier gehen. Oh nein. Hoffnung tötet den Geist. Und ich habe keine Hoffnung mehr, wenn ich jetzt in diesen blöden Aufzug gehen muss. Ups. Diesmal runter? Diesmal runter. Hinab in die Hölle. Ich will da nicht runter. Sind wir schon da? Ein Zettel. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes.
Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als diese hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Diese Sozialarbeiter hat es definitiv auch auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, dass du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche. Kein weiteres Herumziehen. Oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Was kann ich mit unserer Tochter? Ach, wahrscheinlich haben wir das Sorgerecht, könnte ich mir jetzt vorstellen. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass... Oh Gott. Warum ist hier alles so still? Warum ist hier... Warum ist da ein Raum hinter der Wand und eine Türe? Ach, Scheiße. Wir hören... Ratten. Diesmal können wir gucken. Da kommt wirklich was raus. Okay, weiter geht's. Ah, da sind wir. Geräusche? Das Ambiente ist Wahnsinn. Oh. Oh. Sollten wir uns ins Badezimmer begeben? Soll ich mich umdrehen? Oh Gott, ey. Oh. Das habe ich komplett übersehen. Oh, okay. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, kein Bäder für mich. Wir haben noch so schön Rattengift im Badezimmer gelagert gehabt. Bumm. Boah, ist das Kapitel dunkel. Unser Lager mit einem abschließbaren Schloss, da muss doch irgendwas hier drin sein. Oder Humbug. Okay, nix. Das Spiel lässt einen schon wieder so sehr relaxen. Ach, das sieht schon wieder wie so ein endlos Rundgang aus. Oder auch nicht. Nix. Absolut gar nichts. Was war das?
Moment, was ist das? Was? Hä? Okay, da war irgendein Flieger. Fliegender Pixel. Na super. Oh. Krass. Das ist ja auch gut gemacht, wie sich der Raum dreht. Oh nein, das ist nicht gut gemacht. Oh, Licht. Ich wette, die Lampen gehen aus. So ein Mist. Das ist unser Keller. Das ist unser Keller. Nur in welcher Zeitspanne? Huch! Boah, was für ein tiefer drückender Ton auf den Ohren, wenn ihr Kopfhörer anhättet. Krass, wie geil. Liegt unser Zeugnis noch da? Oh, ein Zettel. Baumelnder Abschaum, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Was war das denn? Das Geräusch ist so episch. Leute, zieht euch mal Kopfhörer an, spult ein bisschen zurück und hört euch das an. Stellt mal volle Lautstärke. Oh nein, nicht schon wieder ein Klavier. Wie geil. Das ist die Melodie, die unsere Frau gespielt hat. Was war das für ein Flimmern? Yay, wir können alles wegschieben. Wenn sie sich verspielt, fällt alles runter. Da fliegen die Sachen. Und sie fliegen wieder hoch. Geil, was die aus der Physik-Engine gemacht haben. Ups, alles weg. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Banal, Knochenmehl. Oh, bitte erschreckt mich nicht. Ah. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, wir haben hier noch irgendwo etwas verpasst. Weil der Raum halt so riesig ist. Aber jetzt sehe ich auch nichts mehr. Ich hätte mich vielleicht vorher noch ein bisschen umgucken sollen, als die ganzen komischen Bettlaken verschwunden sind. Und wir haben den Knochen. Ich habe irgendwas im Auge, mein Auge blinzelt. Das sind nervöse Zuckungen. Angst. Aber da ist... Jetzt hänge ich fest. Da ist noch Kerzenschein. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Buch. Okay, nein. Wie es ausschaut, dürfen wir jetzt den Raum wieder verlassen. Ah, und ich glaube, es sieht wieder alles normal aus, oder? Also, ja gut, wir haben vorher Licht angemacht, wir haben nicht hochgeguckt. Wahrscheinlich sah das da genauso aus.
Okay. Was, wenn du scheiterst? Mal kurz gucken. Da sind immer noch nur Pinsel und Dings drinne. Haben wir jetzt mehr? Das. Wann haben wir denn das geholt? Okay, also die Reihenfolge ist absolut anders, egal in welcher Form. Ah, okay, das war der Zettel. Wir brauchen noch ganz, ganz viele Zettel, aber wir haben schon viele gefunden, so wie es ausschaut. Ich glaube, man kann hier sich totblättern. Kann man das denn nicht irgendwie... Ah, okay, Ende. Da sind noch ein paar besondere Zettel. Jetzt haben wir wieder ein Spiegelbild. Auf einmal ein paar besondere Zettel, die wir finden müssen. Ich guck lieber vorsichtshalber nochmal nach, ob irgendwas jetzt anders ist. Da fehlen ein paar Rollen, oder? Was war das denn? In der letzten Folge gab es hier ja auch irgendwie so ein flüsterndes Ding. Und die Rattenbilder, alle. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon mittlerweile gefunden. Okay, dann schauen wir mal. Der Tisch ist immer noch geschmolzen. Ich hasse... meine Stimme geht jetzt komplett weg. Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine, hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis. Beende es. Der Text wird immer verworrener. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was sich jetzt offenbart. Huch, was ist das denn? Das ist das Knochenmehl, das weiß ich jetzt, was draufgepackt ist. Wir sehen ein Auge, oder könnte das ein Auge werden? Es scheint so, ne? Sieht aus wie ein Gesicht, das explodiert ist. Grotesk. So, damit haben wir schon drei Teile. Knochen. Okay, liebe Leute. Uah. Dann werden wir uns wohl in dem nächsten Kapitel erst wiedersehen. Was, wenn du scheiterst? Ja, hat super Spaß gemacht. Da haben wieder ein paar Jumpscares dabei. Und ich glaube jetzt von dem, was wir jetzt so mal zusammengefasst verstanden haben... Das Kaufhaus hat gebrannt, unsere Frau war in diesem Kaufhaus. Sie hat wahrscheinlich dort gespielt, eventuell mit unserem Hund Popkill. Und der Hund scheint bei dem Feuer ums Leben gekommen zu sein. Unsere Frau hat übelst schwere Verletzungen erlitten, wodurch er sie wohl als Monster betrachtet. Das haben wir aus dem einen Brief rausgelesen von der Frau, was sie geschrieben hat. Er will nicht mehr mit ihr schlafen, er will eigentlich gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Er geht nur noch arbeiten und fehlt auch. Und ja, die große Frage ist, was ist mit unserer Tochter passiert? Denn diese, ja, haben wir aus dem einen Zettel nicht ganz herausnehmen können, um was er denn da vor Gericht kämpft. Na gut, Leute, wenn euch das Spiel gefällt, kauft es euch. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, interagiert mit mir. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Ciao!